Hello, hello. Good evening, everyone. Hi. Welcome to another Impastiamo class. So my name is Silvia, and I started Impastiamo about 1 year ago. We're based out of Los Angeles, California. I am Italian. That's how I know Marcello, I guess. Originally was a concert producer, festival producer, until a year ago. Did it all. We did Lady Gaga. We did Adele. Super fun. And then COVID happened. So I decided to start Impastiamo, which is a platform for cooking classes with chefs all over the world, connecting on Zoom and still teaching their own recipes and continuing to work. So up to today, we've hosted over 140 cooking classes, 140. Eins, vier, null. Ich kann ein bisschen Deutsch. And we raise over $14,000 for chefs and just about the same amount for local nonprofits. So it's been super successful. We're so lucky. And today we launched this initiative on Earth Day. We decided to invite five different chefs in five different countries around the world to share their favorite recipe, but also to let us know what is it that we can do in our own kitchen to make an impact and to recycle food or avoid food waste. And we think that, you know, the impact that we can make is so small, but I really think that if we all do one little thing, we can make a very broad impact. We just need to change the way we think. And for Germany, there's no one better than Marcello and Erasmus. So the cooking class today is made free. Thank you, Caffè Vergnano. If you got the kit, you probably got the coffee. It's really good. But we invite you to make a donation if you haven't yet for Save the Bees and Farmers. They're a European initiative to save bees, which are so important for our environment. And they're also collecting signatures. They want to get to 1 million signatures to be heard at the European Parliament. And they're at 500,000. So we're going to check out what they do real quick. Agnese is going to show us. Agnese works with me. And then we'll get to cooking. So let's watch this video real quick. I'm so sorry, I'm having an issue with my computer. No problem, it's Zoom. Should I share it or we should watch it at the end? Yeah, I can figure it out and share with you at the end. Okay, let's see if I have it. I have it in English. All right, we got this. No worries. Zoom world. Saving bees and farmers. We decide what the future looks like. More and more wild bees, butterflies, insect species, birds and other animals disappear from our landscapes. But without bees and fertile soils, our nutrition is in danger. Hundreds of European organizations from science, environmental and consumer protection, agriculture, forestry, beekeeping and animal welfare, as part of the European Citizens Initiative Save Bees and Farmers, demand that the EU Commission introduces the necessary legal framework and sufficient economic incentives for the transition to a truly sustainable agriculture. By supporting the European Citizens Initiative, Save Bees and Farmers, you can contribute to this. If we can get 1 million signatures, the EU must react to our demands. Sign now at www.savebeesandfarmers.eu. Okay, so now you know how to leave the signature. But I know you're not here for me, you're here for Marcello. Many of you have been to the restaurant, recently got a green Michelin star. Marcello Gallotti, how are you, my friend? Oh, you're muted. We'll just need you to unmute. I'll entertain. So who's been to the restaurant before? Raise your hand. Everybody? Okay. Some of you we can't see. Don't be shy. You can show your camera. Yes. Hello. Hello. Come on, hold. So? Yes, what if we switch to German? Is okay for you a bit? It's good with me. I think it's good for everybody. Yeah, if you guys need to... Okay.
Oh, if you have any questions throughout the recipe, unmute yourselves, ask the question directly. Don't be shy. Marcello is here. We're going to have fun for the next 50 minutes. So yeah, Marcello, take it away. So wir müssen los, sonst wird es zu spät. Ja? Und wir kommen heute Abend, wir kochen diese Tortelli, diese schöne Paket, hat ihr alle bekommen, ja? Das ist was, ich habe auch für mich, mag ich jetzt auch zeigen, was wir haben. Wir haben ein schönes Kaffee für unseren Sponsor, ja? Und dann haben wir die Brokkoli, das wird unser Highlight heute Abend. Dann haben wir ein bisschen Olivenöl. Dann, was wir haben, ist ein bisschen Pfeffer. Ja. Schwarze Oliven. Ja, hier. Und dann wir haben Parmigiano. Ja. Dann es gibt diese schöne Ziegenkäse, Frischkäse von Hommerdinger. Die Frau Petra Elsch, das macht diese wunderschöne Ziegenkäse in der Nähe von Luxemburg, also Trier, ich glaube, die Gebiet heißt Eifel dort. Und sie macht echt gute Käse und das ist ein Frischkäse, leicht gewürzt à la Provençal, so mit ein bisschen Kräuter und Knoblauch. Noch ein bisschen Knoblauch, falls wir was brauchen. Und dann hier Pastateig, ja. Wir werden jetzt arbeiten, alle sagen. Ich habe noch ein bisschen zusätzliche Mehl hier zu benutzen. Also wir haben hier unsere Mise en Place. Ihr solltet auch diese schöne Tasse bekommen haben. Und jetzt gehen wir los. Ja? Dieses Rezept ist über die Nachhaltigkeit von Zutaten. Was bedeutet es nachhaltig? Nachhaltig. Ich glaube, ihr habt alles klar, was ein nachhaltiger Produkt ist. Und das Konzept ist, ja, dass unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder können auch genießen, wie wir haben jetzt genossen. Wir fangen mit dem Brokkolo an, ja. Also die anderen Zutaten jetzt dürfen auf den Seite gestellt werden. Und was wir jetzt machen, es ist ein Brokkolo, was wir brauchen. Und wir versuchen, Zero Waste zu machen. Was bedeutet, in der Regel, die Leute schneiden hier diese kleinen Stücke, ja, und dann Trunk ab in der Mülltonne. Das ist große Schade, weil hier, es gibt noch viel Geschmack, kann man viel essen. In Sizilien, woher kommen diese Brokkoli? Die schneiden klein und dann machen auch einen Salat roh mit Essig und Olivenöl. Das ist auch sehr gut. Brokkoli in Sizilien sind ein Wintergemüse. Ja? Aber dort ist etwas wärmer als in Deutschland. So ist andersrum. Jetzt, was wir machen, es ist einfach so. Wir schneiden es. Ja? Und dann, Andrea, kannst du hier was bitte? Also filmen. Es gibt Andrea heute, für die das Andrea kennen, meine Frau. Ja, Andrea wird heute Videoassistent machen. Also, das hier, ganz einfach, ja, keine komplizierte Sache. Einfach ein bisschen geschnitten. Wir werden es kochen und dann wir werden eine schöne Creme bekommen. Ja, so, jetzt hier. Ich brauche einen Timer, bitte. So, hier wir haben kochende Wasser. Jetzt sollte dieses Salz bekommen haben. Diese Menge Salz ist ungefähr für 3,5 Liter Wasser. Aber dann ihr müsst schmecken. Also ob ihr schmeckt oder nicht schmeckt, einfach in der kochende Wasser sollte ein Topf auf der Seite sein. Ja. Also. Kamera. Okay. Falls eure Wasser kocht, nicht, keine Sorge. Wir machen was anderes zwischendurch. Ja? Also, wir haben jetzt hier die geschnittene Brokkoli und wir haben die Spitze vom Brokkoli.
wir stellen die Afterseite. In der Zwischenzeit können wir unsere Füllung vorbereiten. Wenn die Wasser wir kochen, werden wir unsere Brokkoli-Trunke kochen, ja? Jetzt. Hier der schöne Frischkäse. Ja. Ihr darf, egal ob ein Löffel oder eine kleine Spachtel nehmen. Das ist ein bisschen einfacher. Das ist ziemlich cremig. Deswegen habe ich auch Parmigiano dazu gegeben. Das ist ein kleines Trick, wenn ihr halt etwas so frisch wie Frischkäse oder so, möchte ihr eine Füllung machen, kann man ohne Ei nutzen, einfach mit ein bisschen Parmigiano oder Radkäse gerieben, etwas besser machen. Ja? Deswegen ist hier, ja, Parmigiano ist da, das brauchen wir nicht, kannst du gehen. Okay? Und dann machen wir hier so. Wir lassen ein bisschen nur für später als Deko. Okay? Und dann hier kann man so. Ja, und wir haben unsere Füllung, das immer etwas weich bleibt, ja. Gut, dann, wir haben die Oliven. Das ist ziemlich rustig, also nehmen wir die Oliven, ein paar Oliven lassen für später für unsere Deko machen. Und die anderen Oliven können wir schneiden. Und ab in unsere Creme. Menge gibt es keine, ganz ehrlich, weil ich bin keine echte Menge-Fan. Weil ich glaube, dass es ist immer unterschiedlich, wie unsere Gefühle, wie uns. Ja? Ein Tag darf ein bisschen mehr, ein Tag ein bisschen weniger. Und zum Beispiel, es gibt Feuchtigkeit, es gibt Reifepunkt, es gibt alle so viele Parameter, das wechseln, das kann man keine genaue Gramm geben. Aber natürlich ein bisschen indikativ kann man auf jeden Fall geben. Aber das Wichtigste ist unser Geschmack und muss gleich sein. Und komisch ist, mit gleichen Zutaten ist nicht immer das gleiche Geschmack. Ja? Dann. Hier in der Creme rein, ja, dann die mischen und unser Trick jetzt ist, Ziege hat eine Säure, ja, ich kenne die italienische Wort nur leider, das ist Acido Caproico und das ist etwas, das passt gut mit diesen starken Rostaromen von Kaffee. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen ein bisschen von Kaffeepulver, nur ein bisschen so, ja, eine Spitze von Löffel. Wir machen rein. Und das wird ein kleines Kick zu unserer Füllung und ein bisschen Pfeffer dazu. Ja? Warum Ziege und Kaffee? Was verbindet Ziege und Kaffee? Ich weiß nicht, ob ihr weiß, dass Kaffee kommt aus Afrika, aus Äthiopien, ja. Und da oben es gibt ein Plateau, heißt ein Gebiet heißt Sidamo, Mokka. Das wäre Mokka. Ja? Und dort die Ziegen hatten die Schäfe gesehen, dass die Ziegen hatten diese kleine Früchte gegessen und dann die war hyperaktiv. Und dann die Leute haben gesehen, dass ja, das war Kaffee, was man könnte sammeln. Fermentieren lassen und dann eine Getränke machen und das war ziemlich gut. Ja, war der Kaffee entdeckt. Und dann meine Idee war, warum nicht Ziegenkäse und Kaffee zusammen zu mischen. Kleine so Spaß habe ich gehabt. Ja? Jetzt unsere Füllung darf auf den Seite gehen. Ja? Wasser kocht fast. Zwischenzeit können wir unsere Tortelle füllen. Mal jetzt sauber. Also jetzt, für die, die keine Knetmaschine haben und haben nur eine Teigrolle, das wird ein bisschen aufwendig, ja?
songs. Andrea, kannst du hier ein Foto machen? Sonst kann man mit sowas arbeiten, ja? So ist es. Ich muss in deine Kamera schauen, ich glaube, es hat. Ja? Gut. Einmal auf die Agnes Bettina via Kamera von La KitchenAid. Agnese. Okay. Dann schärfen wir. Gut. Yes. Okay. Frage ist, ob alles klar bis jetzt ist. Braucht jemand etwas? Es ist alles klar für alles. Braucht jemand alles in Ordnung? Ja? Hallo Marcello. Hallo Marcello. Vielleicht ein bisschen langsamer. Ich bin hier sehr in Hektik mitzukommen. Sonst alles gut. Also zuerst Entschuldigung, dass ich bin hier ein bisschen dick, weil ich habe eine Biene bekommen. Ja. Danke, Sabine. Also deswegen habe ich gefragt. Jetzt machen wir einen kleinen Moment Pause, dass alles gleich sind und dann gehen wir weiter. Entschuldigung, dass ich natürlich kocht bin und Zeit zu Hause ist ein bisschen anders. Sabine, sagst du, wann du bist bereit? Darf ich weiter, Sabine? Ich bin bereit. Wasser kocht fast. Wunderbar. Also bei mir auch Wasser kocht fast. Jetzt. Die Trunken, hat ihr Timer in eure Telefon oder ein Timer in der Küche? Ganz einfach in die gesalzene Wasser 10 Minuten kochen lassen, okay? Andrea, ja? Jawohl. Ja? Hier? Ja? So. Gut. Jetzt, Timer läuft, so wir werden nicht unsere Brokkoli vergessen. Mein Timer ist hier. Sozusagen jetzt hier. Ja. Und los, ja? 10 Minuten. So. Jetzt. Es läuft. Gut. Das machen wir für zwei Anrufen. Die erste kochen wir unsere Brokkoli. Zweite, wir bekommen eine gewürzte Wasser. Das werden wir dann die Brokkolispitzen da rein kochen und danach werden wir unsere Tortelli da rein kochen. So bekommen wir ein bisschen Geschmack. Ja? Gut. Ja. Also, darf ich? Seid alles, ich gehe weiter, ja? Ihr solltet hier dieser Pastateig bekommen haben. Ist besonders hart. Deswegen wir benutzen kein Mehl. Kein Mehl auf den Tisch. Bleibt sauber. Weil beim Tortelli, es ist wichtig, dass es gibt kein Mehl. Okay? Gut. Non la facciamo insieme. Ja, die Pasta kann man schon gut drucken, ja. Jetzt zuerst mit Händen ein bisschen anfassen und fest. Come si dice la pasta dei bambini, quelli che lavorano tipo il pongo? Das ist wie eine Knete-Teig ungefähr, ja. Das ist gut. Das ist so, das ist eine Pasta, das kann man sehr gut ziehen jetzt. Und wir werden unsere Tortelli arbeiten, ja. Gut. Jetzt mit Mattarello, sagen wir in Italien, ja? Ich habe vergessen, Wasser salzen, ja? So. Ja, ein bisschen drücken und weiter so. Ja? Gut. Jetzt. Die das keine Maschine haben, müssen die Pasta drucken, ja, bis ungefähr 2 mm dick. Ja. Für die, dass die Pastamaschine, Andrea, du musst Pastamaschine Foto machen. Andrea? Hier?
Ich zeige euch, wie es läuft mit der Teigrolle. Wichtig ist die Pasta hier, ja. Seht. Gut. Jetzt sollte Andrea kommen, ja. Wir brauchen auf die Knetmaschine. Agnese, brauchen wir die zweite Kamera, das wir haben? Ja? Hast du? Weiß es nicht? Okay. Gut. Zuerst, Geschwindigkeit muss mittel, nicht so stark. Ja? Okay. Und dann, wir müssen haben auf der Stufe 1. Okay. Und wir müssen zweimal pro Stufe. Okay. Das bedeutet, so, ein Rund, zweiter Rund und dann Stufe 2, okay, wieder zweimal, einmal, das, es ist wichtig, das ist super wichtig, sonst unser Teig wird zurückziehen und wir bekommen keine gute Durchstellung. Jetzt Stufe 3. Und falls ihr habt keine Erfahrung mit, wenn ihr seid schon so in der Länge, einfach die Pasta schneiden und weitermachen. Ist einfacher. Die das Erfahrung haben, dürfen auch die ich mache, die ganze Pasta durchziehen. Okay? So. Stufe 4. Und Stufe 4, ja? Alles klar? Dann. Stufe 5. Jetzt. Ja? Hier, Stufe 5 haben wir jetzt. Jetzt. Stufe 6. Jetzt wird immer schwieriger. So, aufpassen. Wenn ihr seid schon auf der Stufe 5, 6. Wenn ihr fühlt nicht mehr sicher, einfach die Pasta in zwei Stufen schneiden und weitergehen. Ne? So. Stufe 6. Muss fast durchsichtig sein, ne? Jetzt, voilà. Gut. Haben wir. Jetzt. Pastateig, no. Pastateig muss so, fast durchsichtig, ja, man sieht. Und das ist gut. Jetzt. Wir sind hier, die das mit der Hand ausrollen, können auch. Hat ihr alles diese geschafft? Ungefähr? Ja? Gut. Falls jemand braucht noch ein bisschen Zeit, einfach sagen. Und ich warte auf euch, ja? In der Zwischenzeit, ich mache. Wir brauchen noch ein bisschen. Alles klar. Gebt euch Zeit, das ist kein Problem. Das Mehl mache ich auf in ein kleines Behälter, ja? Für die das
für die, dass die Pasta schon haben, ja? Ihr merkt, es ist ein bisschen feucht, ja? Das ist okay, das ist kein Problem, das ist gut so. Ihr müsst noch kein Mehl geben, ja? Und dann wir schneiden. Macht ihr einfach gemütlich auf eure Brett. Hier, ja. Hier. Also. So. Dann auf einem Blech einfach Mehl so geben. Okay. Und jetzt machen wir Pause und wir warten, bis alles durch sind mit Pasta. So. Che stai riprendendo con quello? Posso spegnere? Sì. Chiedi se ancora qualcuno che sta facendo l'impasto. Li vedo, Andrea, non devo chiedere. Non li vedi tutti perché sono sulla sinistra e sulla destra. Agnese, also bitte. Ich würde gerne wissen, wann alles bereit sind. Einfach. Sì, però non posso aspettare tutti, Andrea. Se uno c'è qualcuno che ha ancora bisogno di tempo. Sì, già l'ho chiesto. No, devi chiedere in quella maniera. C'è qualcuno, allora dicono sì io. L'hanno chiesto prima, adesso lo chiedo quando suona il broccolo, che lo tiro su. I can see beautiful pasta. So I think everything is going well, right? To me, yes. I hope that is everybody alles gut soweit für alles? Oder? Wir sind noch beim Ausrollen ein bisschen. Alles gleich, warte. Zwischenzeit werden unsere Brokkoli trunken, fertig. Also Wasser. Wasser muss noch kochen lassen, ne? So. So, jetzt, Timer klingt. Die Brokkoli ist schon grün, schöne Farbe. Gut. Machen wir die hier. So. So. Und wir lassen jetzt die Brokkoli, nennen wir Blumen in Italien, die brauchen nur 3 Minuten und dürfen in Wasser gehen, okay? So, und jetzt wieder weitere 3 Minuten kochen lassen. So, wieder unsere Timer. Ja, grazie. 3 Minuten und los, ja? Okay. Gut. Ich will ganz kurz fragen, der Teig war Stufe 6 oder 7? Ich bin nicht ganz mitgekommen. Teig Stufe 6. 6. 6. Okay. Das ist der nächste Kurs dann. Wie kommen wir zu diesem Teig? Also hier. Seht ihr, ja? Da habe ich gezogen. Okay. So. So, jetzt. Kann man jetzt losgehen? Seid ihr alles bereit? Geht? Gut. Ja. Ich höre keine Nein, so gehen wir weiter. Um die schöne Tortelli machen, brauchen wir unseren Ring.
die das kein Ring haben und ein Glas haben, das ist auch okay. Das ist kein Problem. Und ihr macht jetzt hier vorsichtig. Die Pasta muss geschnitten werden. Also mit Ende festdrücken. Ja, so. Das übrigens Pasta nicht wegschmeißen, bitte. Ihr darf die schneiden und kochen. Und das nennen wir in Italien mal Tagliati. Und das ist wunderbar als Pasta. In Brühe zum Beispiel oder mit Tomatensugo oder mit einer schönen Ragout. Aber hier, was für uns wichtig ist heute, sind die Tortelli. Es gibt bestimmte Namen, also das, was wir kochen jetzt, sind Tortelli, dann gibt die Tortellini, es gibt die Agnolotti, es gibt die viele Ravioli. Jeder hat einen Namen. Ja? Also, hier wir haben unsere Ringe. So. Die sind unsere Brokkoli. Nehmen wir raus vom Wasser und einfach auf den Seite stellen. Jetzt die Wasser nicht wegschmeißen. Ne? Das. Hier werden wir unsere Brokkoli, unsere Tortelli dann abholen. So. Jetzt, übrigens Pasta kann man aufheben und in kleinen Schnitt schneiden, so ungefähr, ja. Und dann die kann man auf jeden Fall kochen mit Tomatensauce oder mit einem Ragout. Ihr werdet vielleicht heute nicht essen, einfach ein bisschen mehlieren und in ein Tuch im Kühlschrank aufheben. Das ist sehr gut, bis morgen, übermorgen kann man noch essen, ohne Probleme, ja. Oder wenn ihr Lust habt mit weiteren Ravioli, einfach wieder kneten, aber morgen, nicht heute, weil sonst, wenn heute wie gearbeitet, geht zurück. Merkt ihr, die Pasta geht nicht zurück, bleibt so, okay? So. Wir haben unsere Runde. Die schöne Tortelli. Fangen wir jetzt an zu bauen. Hier jetzt unser Teig. Okay. Mit 2 Löffel. Ja. Also, als Anfänger. Ja, bitte. Hast du den Brokkoli, sorry, ich habe es nicht mitbekommen, hast du den abgeschreckt oder nur raus aus dem Wasser? Nur raus aus dem Wasser. Das wären die 3 Minuten, falls länger wäre, gehen die kaputt. In der Küche professionell, weil man macht größere Menge, man macht in Eis und Wasser. Also, aber jetzt für ein bisschen Brokkoli und für zu Hause, das ist genug so, ein bisschen Zeit verkürzen und 3 Minuten ist genug. Sonst hätte ungefähr 3 Minuten 45 Sekunden, aber dann in ein eiskaltes Wasserbad. Aber das ist nicht, also das wäre dann zu viel gewesen, denke ich für Leute. Ja, aber danke für die Frage, das ist sehr erklärend. Also 2 Löffel, als Anfänger bitte nicht zu viel Füllung, sonst wird es extrem schwierig und kompliziert. Ihr nehmt ein bisschen von Füllung, so, in der Mitte, so, ja, okay, so ist gut.
nicht wieder, ihr seid Anfänger, ich würde nicht alle einfüllen, sonst unser Teig wird feucht, wird nass und dann ist es extrem kompliziert, die Tortelle zuzumachen. So machen wir. Füllung, Tortello zu und dann weiter der nächste Tortello. So es ist einfacher. Bitte nicht auf die Tortelle sofort jetzt alles machen, sonst das wird extrem kompliziert. Jetzt, ihr nehmt den Teig so in eure Hände. Ihr braucht hier ein bisschen Wasser in eine kleine Schlüssel. Mit einem Finger, so einfach, ja? Wenig Wasser, nicht viel. So, am Rand von Tortello. Das wird unsere Tortelle dicht machen, also zu. Ihr nehmt den Teig und dann ihr macht zu. Und ihr müsst die Seite kleben und aufpassen, dass die ganze Luft geht raus. Muss nur Füllung drinnen bleiben. Und ihr müsst sowas haben. Ja? Diese hier kann man schon essen, in Italien nennen wir Panzerotto. Das ist ein Panzerotto. Also falls ihr habt Pech heute Abend mit Tortelli hier zu formieren, ihr darf so halten, kochen, hat ihr schon Erfolg gehabt. Das ist schon bravo. Jetzt machen wir die Tortelli zu. Hier, ja. Hier nehmen und dann den Bauch hier auf die Seite so ziehen und auf die beide Seiten zumachen und fest. Und wir haben unsere schöne Tortello. Ja? Muss komplett dicht sein, sonst wird aufgehen. Muss dicht sein und dann, ihr macht ein kleines Druck und dann haben wir unsere Tortello. Alles klar? Fast. Ja, das ist gut, gut, gut. Kannst du das nochmal zeigen, Marcello? Noch ja. Kannst du das bitte nochmal zeigen? Ja, mache ich. Also, das ist noch eins. Einmal. Also, ich sage wieder, ne? Teig. Füllung. Nicht so viel, ne? Nicht so viel Füllung. So. Dann Wasser. Am Seite wenig Wasser, ganz wenig Wasser. Okay? So, ja? Dann. In die Hände. Alles klar für alles jetzt? Darf ich? Darf ich? Okay. Oui, Chef. Merci. Einfach zumachen und festkleben. Ganze, ja? So, und wir haben unsere Panzerotto. Richtig? Ja? So. Okay? Jetzt, die zwei Seiten hier, die zwei Spitzen, man muss einfach ziehen, ja, und nichts Besonderes machen als so, als einer auf die andere geht. So, ja. Ich mache es wieder. So, auf, ja. Und ich mache es wieder zu. So. Ja. Und dann einfach festkleben. So. Und festdrücken. Diese zwei Finger drücken fest. Und eine andere Tortello ist da. Alles klar? Alles klar, super, danke. Gut. Und jetzt machen wir die ganze Tortelli fertig. Jetzt einfach üben, ja? Was wichtig ist, die Tortelli auf die melierte Teller oder Blech, was ihr habt, das ist wichtig, weil unser Boden ist, also die Tortelli hier, diese Füllung ist etwas feucht. Und was wir nicht möchten, ist, dass unsere Teig jetzt feucht, weil dann, wenn wir kochen, wird kaputt gehen. Okay?
Jetzt, ich würde einfach sagen, dass ihr müsst ein bisschen üben und die Tortelli fühlen. Machen wir das zusammen. Ihr habt auch eine schöne Musikbegleitung. Kann man mit Musik einfach weiterarbeiten. Und wir machen die Tortelli fertig. Und falls jemand Frage hat, machen wir. So, wieder. So. Festkleben. Kleben, 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 kleben. Kleben. Und dann ab. So. Kleben, kleben, kleben. So, fest. Wichtig ist, das muss fest sein am Rand, sonst man wird kochen, geht alles raus. Das muss nicht passieren. Jedenfalls, jemand von euch wird langsam gehen und ihr merkt, dass euer Teig wird trocken, ein kleines Tuch, ein Stofftuch feucht machen, und die Pasta abdecken mit diesem feuchten Tuch. Sonst wird die Pasta trocken und zerrissen. Ist nicht gut. Ich muss auch ein bisschen schneller machen, weil sonst wird trocken. Und dann verliert von Elastizität, das ist nicht gut. So, wie gesagt, für die das nicht die Mühe nehmen möchten und dass kein Pech wird, so ist auch gut. Ja? Man darf auch so die lassen. Ne? Okay, einfach so. Jedenfalls, sowas passiert, das ist nicht gut. Die Pasta muss zu. So einfach so machen und drücken. Ihr müsst spüren, dass die Pasta zusammengeklebt ist. Okay? Und dann eure Hände sauber machen, sonst wird alles schmutzig. Ihr darf auch so machen, etwas. Das hat zu tun mit Feuchtigkeit, mit alles. Das ist. So. Ja, wenn man hier das Papier fertig hat, dann kann ich. Okay.
So. Ihr darf auch so lassen. Mach euch nach eure Wünsche nur. Hat jemand Fragen oder alles klar? Sind Probleme für jemand? Was ich wollte sagen, wir haben die Teig nicht meliert, weil ihr merkt schon, das ist ziemlich trocken, also schon hart geworden. Jedenfalls hätten wir es meliert, das wäre dann jetzt ein bisschen schwierig, die zu machen und wäre die alles kaputt gewesen. Okay. So einfach festdrucken, drucken. Ja. So. Und dann. So. Ja. So. Und so was passiert, einfach festdrucken, Teig raus machen. Und weiter arbeiten. Drucken, bis fest ist. Und dann zu. Ja, nicht so fest drücken, sonst werden hier auf dieser Seite hier kaputt. Die müssen nicht kaputt gehen. Ne? Okay. Marcello, ich habe eine Frage zu dem Teig. Ja, hallo Sven, bitte. Hallo. Wir machen ja jetzt wirklich oft Pasta-Teig, aber so einen glatten, konsistenten, formbaren Teig haben wir noch nie hinbekommen. Ja. Ist das jetzt die Ruhezeit über Nacht? Weil das machen wir normalerweise nicht. Wir legen den für eine Stunde oder so in den Kühlschrank. Oder also, was ist der Grund? Am besten ist das Tag davor zu machen, so hat die ganze Zeit Ruhe zu bekommen im Kühlschrank, in Folie oder in einem Vakuumbeutel. Das ist die beste Lösung. Zweite Sache, diese Rezept hier, diese Pasta-Teig, das ich mag, ist nach piemontesischer Art. Es gibt einen sehr großen Anteil von Eigelb. Das macht die Pasta extrem elastisch und arbeitbar. Auf die andere Seite geht es ziemlich schnell kaputt, weil es gibt einen hohen Inhalt von Eiweiß. Ja? Und dieser hohe Eiweißinhalt bringt eine strengte Pasta sozusagen. Sagen in Piemont, die Pasta kocht, wenn man zu viel arbeitet. Das wird etwas weißiger in Farbe werden und geht komplett kaputt. Wie trocken, kann man nicht, ist nicht mehr elastisch. Dann kann man nichts machen. Ja? Aber das ist nicht nur mit Eigelb arbeiten, also so wie so Tajarin oder sowas, weil wir dann halt nicht wissen, was wir mit dem Eiweiß machen sollen normalerweise. Ja, genau. Also ist ein bisschen... kann man schon eine Baiser machen, kann man eine Menge, die keiner essen kann. Ja. Eiweiß ist auch gut, wenn man kocht zu Hause gerne. Eiweiß kann man benutzen zum Brühe klarifizieren zum Beispiel. Kann man eine Brühe klar machen. Das heißt, es gibt immer eine Lösung. Ja. So. Aber vielen Dank für diese Frage, weil... Es gibt verschiedene Pasta-Teige, aber das hier erlaubt uns so etwas so flüssig wie diese Käsefüllung. Sonst wäre es kompliziert gewesen mit einem weicheren Teig.
Deswegen war es sehr wichtig am Anfang, was ich habe gesagt, hier, durch diese hier, also man fängt so, nur zweimal durchrollen, zweimal und dann weiter. Und nicht weiter arbeiten oder zu viel, sagen wir in Italien, zu viel Stress an die Pasta geben. Sonst wird das Gluten wieder reaktiv werden und zieht zurück. Und das ist nicht gut. So. Ihr müsst aufpassen, dass die Seiten sind gut zusammengeklebt. Sonst, wenn ihr kocht, die Tortelle, die werden auf. Und das ist nicht gut. Ja? Ist ein bisschen Aufwand, aber... Poi chiede magari se si vogliono dividere i compiti e si va avanti una persona con le altre cose. No, tanto come le faccio pure io finito. Che tempo non ci siamo? Mezz'ora ancora. Sì, sì. So. Seid ihr fertig? Oder jemand braucht noch ein bisschen? Oder seid ihr alles da? Tortelli, gut? Noch ein bisschen Zeit. So zwei, drei Minuten. Zwei, drei Minuten. Also, was ist schön zu sagen, das ist heute ist Herbst Day, ja? Und die gefüllte Pasta in Italien ist etwas, das war immer gemacht zum Reste, Speisereste und so sozusagen wieder nutzen, etwas, das nicht mehr gegessen war, ja? Und das ist in ganz Europa, also in Deutschland gibt es die Maultaschen, in Polen haben sie die Pirogi und die Franzosen füllen Teig, meistens. Aber so. Gut. Das hier, wenn es so kaputt ist, kann man nicht machen. Kann man nicht benutzen, ne? Das ist leider auf den Seite zu stellen oder Brot zu essen. So, jetzt hier ist meine letzte Tortello. Andrea fragt, ob kann man roh essen. Ja, kann man roh essen, das ist okay. So. Gut, seid ihr alles durch? Wir haben hier unsere. Kann man weitergehen oder braucht jemand noch ein bisschen? Zeit.
Darf ich weiter? Jo. Mir aus, ja. Ja, gut, also die Tortelli machen wir auf der Seite jetzt. Machen wir unsere Creme. Das ist sozusagen, wir müssen uns loben, weil das Größte ist vorbei. Haben wir jetzt. Jetzt ist einfach. Also, hier die Brokkoli, Strunken. Nehmen wir diesen Knoblauch. Ja. Aufmachen. Und dann das innere Teil schneiden wir ab, weil es schwierig zu verdauen. So. Ein kleiner Trick, das hier, statt wegzuschmeißen, ihr darf in der kochende Wasser reinmachen. Das bringt ein bisschen Geschmack. So mache ich in Wasser rein. Ja. Und dann ein bisschen Knoblauch so rein. Ihr sollt Olivenöl haben. Aufmachen und rein. Ja. Und dann ein bisschen von Wasser nehmen. So. Hast du jetzt beide Knoblauchzehen rein oder nur eine? Nein, 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 ich habe eine Hälfte reingemacht. Ich habe zwei Stück gegeben, weil falls die Leute möchten, mehr Knoblauch, aber eine Hälfte ist schon genug. Wasser ungefähr 100 Zell. Also muss, seht ihr, müssen die Brokkoli ja, gedeckt sein von Wasser. Nicht zu viel Wasser, sonst wird nicht cremig, wird flüssig. Ich habe die kochende Wasser von Brokkoli genommen, ja? Okay. Ist alles Olivenöl drin? Habe ich alles gegeben, ja. So wird wie eine Emulsion, dass er cremig wird. Ja, ja. Reinmachen einfach. Alles ja. Klar. Ja. Auch weil das ist fast das einzige Fett, das wir benutzen heute. Weil Frischkäse und dann haben wir ein bisschen Olivenöl rot, so ist auch sehr gesund. Na, okay. Und jetzt müssen wir mit dem Stabmixer pürieren. Ja. Seht ihr? Das wird eine Creme, ja? Und falls jemand möchte eine festere Konsistenz, ihr darf die Brokkolispitze nutzen. Ich lasse es so, das wird quasi als Soße für unsere Tortelli. Die Brokkoli war komplett durch. Deswegen ist es so cremig geworden. Ja? Das ist wichtig, weil falls nicht durch sind, man bekommt nicht diese Konsistenz. So. Also wir haben sowas, ja? Sowas in der Richtung. Ja? Ist lauwarm, weil die kochende Wasser ist schon gut. Können wir auf den Seite stellen. Dann wir haben unsere Brokkoli, die Oliven, ein bisschen von Parmigiano und dann wir haben Kaffee. Unser Kaffee. Mit der Vinzette, wo ich. So. Okay, jetzt, ich weiß nicht, ob eure Wasser kocht schon. Alle bitte eure kochende Wasser abschmecken mit Salz. Falls zu salzig ist, ein bisschen Wasser geben. Falls nicht genug salzig ist, ein bisschen, also jetzt abschmecken. Ne? Kannst du wieder nehmen?
abschmecken zum Pastateig. Ja. Okay. Und jetzt können wir die Tortelli kochen. Andrea? Also wichtig ist, okay. Wichtig ist, die Wasser muss nicht zu stark kochen, sonst werden eure Tortelli kaputt. Muss leicht kochen, aber muss kochen, sonst die gehen auch kaputt. Agnese? Sì, c'è la videocamera là. Sì, la videocamera si vede, sì, della pasta che cuoce. Mettila in... ecco, okay. Grazie. Also, jetzt machen wir so, it's zu stark. So ist okay. Und die Tortelle im Wasser. Und wir gehen ungefähr 5 Minuten so. Falls nicht mehr kocht, ein bisschen Gas geben. Muss gleich kochen. Mit einem Kochlöffel ganz vorsichtig die Pasta ein bisschen bewegen, aber ihr muss extrem delikat sein. Ne? Das ist wichtig, sonst geht alles kaputt. So. Und wir gehen jetzt ungefähr 4 Minuten, ja? Weil eine schon vorbei quasi. So geben wir 4 Minuten, so ist gut. In der Zwischenzeit, wir nehmen eine schöne Stelle hier. Oder ihr darf auch in eure Platte reinmachen. Und gleich gehen wir zu unserer Pasta. Ja? In eine Schlüssel oder in eine andere Teller, wenn die Tortelle sind durch, ihr macht drinnen, die so dass die nicht. So, das einfach haben wir irgendwo. Machen wir jetzt die Soße. Kann man so in der Mitte machen, einfach. Wer duftet nach Brokkoli? Dann geben wir ein paar Oliven. Ihr darf die Brokkoli hier auf diese Löffel so und ein paar Sekunden im Wasser geben. Machen wir 5 Rosinen, wa? So. Die Tortelli kochen, gut. Schön. Alles gut für alle, alles läuft.
Kann man die Tortelli, das ist sehr unterschiedlich. Also Kochzeit ist abhängig von, wann haben wir als Füllung, ob mit Ei gefüllt ist, ob mit Fleisch, mit Fisch, mit Creme. So, heute, ich habe entschieden für 5 Minuten. Diese Geschichte, dass die Wasserwand kommt oben, ist durch, das ist nicht so wirklich wahr. Also manchmal ist nicht durch. Also man muss nach Spur quasi für jede eigene Rezepte das richtige Zeit finden. Jetzt. Zeit. Jetzt ist vorbei. Aus. Jetzt nehmen wir vorsichtig. Ja? Vorsicht immer. Jetzt ist ganz wichtig, die rauszuholen. Ja. Und haben wir die. Ein bisschen mehr. So, haben wir eine reiche abendliche Portion gemacht. Das ist keine drei Tortelli, das ist eine echte Mahlzeit quasi, ja. Die, dass es morgen können ein bisschen Parmesan mit Kaffee mischen und oben drauf streicheln. Und das ist ein bisschen Kick von Geschmack. Aber langsam mit Kaffee, so, dann so, und das Pfeffer auch, ja, so. Dann einfach so. So, und dann haben wir kommen die Rostaromen von Kaffee oben und das finde ich sehr schön mit Ziegenkäse und Brokkoli. Das haben wir ein bisschen von Geschmack. Jetzt, ich hoffe, hat gut geklappt, ja? Kann man Buon Appetito sagen? Hat jemand Fragen oder? So, ich sehe schon jemand, das Prost. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Ja. Wir haben noch ganz viel Füllung übrig. Hast du eine gute Verwertungsidee dafür? Für was? Für der Füllung. Ah, Füllung ist, ich habe, mit der Füllung kann man einfach zum Beispiel mit Wurst essen, kann man mit Ei schlagen und eine Omelette machen. Kann man einfach so als Soße benutzen auf die Tortelli auch? Oder kann man ein Risotto machen? Kann man viele Möglichkeiten. Okay, danke. Ja, gerne. Hat es gut geklappt? Super. Das freut mich sehr. Ja, es klappt immer noch. Es klappt immer. Hat super geklappt. Ich schicke dir ein Foto, Marcello. Danke. So, Daniel, alles gut? Ja? Alles gut, wir sind nur nicht ganz so schnell. Die Prüfung haben wir nicht so. Aber sehr schön. Super aus. Wunderbar. Ja, mal, so sind wir gerade hier. Hier ist im Werden. So, ja. Ja, das ist. Aber wir haben natürlich auch die Superhilfe hier gehabt, die Elsa, die hat hier die Hälfte gefüllt. Also ein Traum. Sehr gut. Okay, na gut, so.
Es gibt ein Emily Cook. Ging gut? Hat gut geklappt? Schön. Wunderbar. So. Chat, jemand hat geschrieben. Hier, Chat. Ah, ja. Oh. Danke. Tengo vermo con l'altra mano. Well, Chef, I can see that the result is good for everyone. Yeah? Sure. Oh, rispondi, grazie a tutti. Danke. Also, ich schreibe in der Chat. Andrea, schreibst du, danke. Yeah. So, das freut mich sehr. Buon appetito. Assaggio uno. In falls ihr habt Fragen oder etwas, einfach uns schreiben, auch in privaten E-Mail, dann ist kein Problem. Ne? Und Feedback natürlich. Ja? Hm. Ja. So, Chef, I wanted to say thanks to you first and thanks to everybody who have joined the class today. And yeah, we'll send you the recording for this class so you can make this dish again and again. And yeah, thanks for everyone. I don't know if anyone has another question or want to say something. Everything's good? Okay. So thank you everyone. And see you next time. Vielen Dank, super Veranstaltung. Ciao, 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 ci